Diese Woche habe ich Schubladen gebaut und ich dachte mir, das ist doch ein prima Thema für ein Video. Also geht es hier jetzt um Schubladen. Im Moment baue ich zwei Möbelstücke parallel. Das ist die Kommode, die ihr im Online-Kurs sehen könnt. Das verlinke ich euch, wenn es euch interessiert, unter dem Video. Da sind Schubladen drin aus Massivholz, Yellow Poplar, handgezinkt. Hier ist ein Schrank, das wird eine Bauanleitung für mein Buch. Da sind einfachere Schubladen aus Multiplex drin, mit Lamellus verbunden. Beide Schubladentypen sind gleich gebaut, was ihre Grundkonstruktion angeht. Die Seiten sind etwas höher, da sie auf Unterflurführung sitzen. Die Seite hat eine Nut, dort wird der Boden eingeschoben. Vorder- und Rückstücke sitzen auf dem Boden. Und von unten ist der Boden dann angeschraubt. Das ist, wie ich finde, eine super Konstruktion für Schubladen, da sie viele Vorteile hat. Das seht ihr nachher. Ich zeige euch noch vor allem das Ausrichten in den rechten Winkel der Schubladen. Da kommt diese Konstruktion voll zum Tragen. Diese handgezinkten Schubladen passen, wie ich finde, sehr gut zu einem hochwertigen Möbel. Man sieht zwar die Zinken nur, wenn man die Schublade öffnet, aber wenn ihr das Möbel selber gebaut habt, ihr wisst, dass sie da sind und ihr freut euch jedes Mal, wenn ihr diese Schublade aufzieht, über eure Zinken. Außerdem lassen sich Schwalbenschwanzzinken sehr gut verleimen, ganz einfach. Ihr braucht da keine Zwingen, Leim dazwischen zusammenklopfen, wenn alles passt, wunderbar. Diese Schubladen hier sind einfacher. Die Bauweise ist die gleiche, der Schubladenboden ist eingenotet. Aber sie bestehen aus 15 mm Multiplex und sind mit Flachdübeln verbunden. Ich verwende sehr gerne hochwertige Beschläge. Man ärgert sich weniger damit. Und das hier sind ganz tolle Beschläge, die zeige ich euch am Ende des Videos. Ihr könnt aber auch andere Beschläge nehmen, aber achtet wirklich darauf, dass ihr eine gute Qualität habt. Eure Zeit sollte euch zu schade sein, um mit schlechtem Material zu arbeiten. Je nachdem, welche Verbindung ihr für die Schubkasten wählt, könnt ihr die Teile vor dem Zusammenleimen lackieren oder auch ölen, wobei ich für Schubladen einen Wasserlack bevorzuge. Das riecht nicht so streng und ein Wasserlack ist einfach zu verarbeiten und trocknet schnell. Das kommt aber auf die Verbindung an, die ihr wählt. Nicht bei jeder Verbindung funktioniert das gut. Hier habe ich Flachdübel eingefräst und die Leimflächen abgeklebt. Dann kann man wirklich nach dem Lackieren die Schubladen verleimen und muss da nicht in der Schublade, vor allem bei kleinen Schubladen, innen drin lackieren. Zum Abkleben nehme ich so ein PVC-Band. Das ist ein dickes Band. Das kann man einfach so abreißen. Es lässt sich gut wieder ablösen und auch gut zurechtschneiden. Ihr könnt das also aufkleben und dann mit einem Teppichmesser oder Anreißmesser schneiden. Diese Bänder gibt es im Baustoffhandel. Die werden verwendet, um auf Rigipsplatten oder auf Raufasertapeten abzukleben. Und da lösen sie sich ja auch wieder ab. Wenn ihr Leim angebt, gebt den Leim dort an, wo er nicht stört, wenn er rauskommt. Also etwas versetzt nach außen. Hier tritt dann Leim aus, weil das ist eigentlich schon zu viel Leim. Aber den kann man prima abwischen. In die Schlitze kommt auch noch Leim und das gibt dann eine stabile Verbindung. Und auf der Innenseite sollte so gut wie gar kein Leim austreten. Und wenn doch, ist diese Innenseite schon lackiert, da lässt sich der Leim gut abwischen. So sieht die Schublade jetzt nach dem Verleimen aus. Ein wichtiges Detail noch, dass ich viel Arbeit ersparen kann, ist dieser Versatz hier. Ich habe zwischen der Schubladenseite und dem Vorder- und Hinterstück 5 mm Versatz. Dieser Versatz macht den Bau der Schubladen viel leichter. Er kaschiert kleine Ungenauigkeiten, die sich immer wieder ergeben können. Und wenn ihr zum Beispiel diese Kante abrundet, sieht das auch noch ordentlich aus. Ich habe sie hier nur gebrochen, aber vor dem Verleimen auch schon die Kanten lackiert. Das ist ja kein Problem, da ihr nach dem Verleimen hier nichts mehr nacharbeiten müsst. Ihr müsst ja nichts bündig schleifen oder hobeln, da ja dieser Versatz da ist. Beim Verleimen müsst ihr unbedingt darauf achten, den Boden einzuschieben,
Denn es passiert schnell, dass sich beim Verleimen eines dieser Teile verschiebt und dann bekommt ihr den Boden später nicht mehr rein. Also der Boden wird vorher eingeschoben, aber noch nicht verleimt. Beim Verleimen habe ich wenig auf den rechten Winkel geachtet. Ich weiß, dass viele von euch sich da immer schwer tun, etwas im rechten Winkel zu verleimen, Schubladen oder Korpusse. Bei dieser Konstruktion hier ist es sehr einfach, das nach dem Verleimen in den rechten Winkel zu bringen. Die Seiten sind genotet, die Rückwand ist eingeschoben. So könnt ihr auch einen Korpus konstruieren, nicht nur Schubladen. Jetzt messt ihr die Diagonale. 42,1, 42,2. Diese Seite ist also minimal länger. Meine Schublade ist etwas aus dem Winkel. Jetzt nehmt ihr eine Schraubzwinge, setzt die auf die lange Seite diagonal an und gebt etwas Druck, ganz wenig. Und jetzt könnt ihr auf der kurzen Seite die Diagonale messen und das sollte sich jetzt verändert haben. Hat es auch. Ich habe vorher den Boden hier angeschraubt, auf einer Seite. Und jetzt drehe ich die anderen drei Schrauben rein, während diese Zwinge angesetzt ist und mein Schubladenkorpus im rechten Winkel ist. Wenn ihr jetzt die Zwinge abnehmt, bleibt eure Schublade genau in dieser Position und ist im rechten Winkel. Kurze Prüfung. 41,15. 41,15 passt. Der nächste Tipp dreht sich um Bohrschablonen. Es gibt für viele Beschläge Bohrschablonen, die es euch erlauben, die benötigten Löcher an die richtige Stelle zu bringen. Das ist wichtig, wenn die Schubladen nachher auch wirklich gut laufen sollen und wenn sie sich gut einstellen lassen, vor allem bei Unterflurführungen. Und jeder Hersteller bietet zu seinen Beschlägen die passenden Bohrschablonen an. Die kosten nicht viel und es lohnt sich meiner Meinung nach, ein paar Euro in diese Schablonen zu investieren. Dann habt ihr die Löcher wirklich an der richtigen Stelle und müsst euch nachher nicht darüber ärgern, dass eure Schubladen nicht in die Beschläge passen. Wenn ihr Beschläge für Schubladen kauft, spart hier nicht an der falschen Stelle. Ich verwende sehr gerne Markenbeschläge. Ich bin der Meinung, da hat man die Sicherheit, dass diese Beschläge auch auf lange Sicht gut laufen. Und vor allem, man bekommt Ersatzteile, das ist das eine. Ihr bekommt die passenden Bohrschablonen, die ich euch gerade gezeigt habe, auch kein Problem. Und diese Beschläge sind sehr komfortabel. Das ist ein Vollauszug mit Dämpfung. Die Schublade läuft also sanft in den Korpus ein. Diese Kupplungsstücke hier halten die Schublade an der Schiene. Die wird dann aufgeschoben, hier hinten in die Bohrung eingesetzt. Und jetzt habt ihr bei diesen Beschlägen, die gibt es auch so von anderen Herstellern, also das ist jetzt im Prinzip egal, welchen Markenhersteller ihr wählt, ihr habt hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt die Schublade über diese Einstellung hier hinten in der Neigung verstellen. Ihr könnt hier an diesen Rädchen drehen und die Schublade seitlich verschieben. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Schublade in der Höhe zu verstellen. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, die Schublade in der Tiefe zu verstellen. Das ist vor allem bei einschlagenden Schubladen sehr schön, da man die Schubladen dann auch in der Tiefe genau ausrichten kann. Zum Aushängen drückt ihr auf die Kupplung und nehmt die Schublade aus eurem Korpus raus. Das sind gute Gründe, die für solche Führungen sprechen. Natürlich sind das keine Führungen, die man in Werkstattmöbel einbaut. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt auch Leute, die sind weniger auf YouTube vertreten, aber es gibt sie, die Möbel für die Wohnung bauen, nicht nur für die Werkstatt. Da würde ich euch solche hochwertigen Beschläge empfehlen, denn ihr investiert ja auch Zeit in den Bau von Möbeln und was soll man sich da mit schlechten Beschlägen rumärgern? So teuer sind Beschläge heute auch nicht mehr.
Vielleicht konnte ich euch jetzt ein paar Tipps geben, wie ihr in Zukunft den Schubladenbau ein bisschen einfacher gestalten könnt. Vor allem die Konstruktion mit dem eingeschobenen Boden finde ich persönlich ist eine Riesenerleichterung beim Bau von Schubladen, aber ihr könnt auf diese Weise auch Korpusse bauen. Dieser große Korpus hier ist genau auf diese Art und Weise gebaut und nach dem Verleimen ausgerichtet. Das funktioniert wirklich wunderbar, ohne dass ihr mit irgendwelchen Winkeln beim Verleimen rumkämpfen müsst. Ich weiß, es gibt solche Aluwinkel oder man baut sich Teile aus Multiplex, die man wieder anzwingt. Das ist alles Zeit, die beim Verleimen verloren geht und die man beim Verleimen aber wirklich braucht. Also spart euch das, wenn es geht, und nehmt diese Konstruktion und richtet das Ganze bequem nach dem Verleimen aus. Wie man jetzt ganz genau Schubladen baut, wie das alles funktioniert, wie man die Beschläge einbaut, das habe ich euch nicht gezeigt. Ich kann leider auch nicht alles verschenken. Wenn es euch interessiert, wie ich dabei vorgehe, entweder bucht einen Online-Kurs, da seht ihr den Einbau der Schubladen und den Bau der Schubladen im aktuellen Video von dieser Woche. Den Einbau zeige ich nächste Woche. Ihr seht dort auch vor allem, wie ich die Zinken mache. Und wenn ihr noch ein bisschen Geduld bis Ende des Jahres habt, im Buch, wo diese Bauanleitung drin ist, da zeige ich das auch noch mal detailliert, aber ohne Zinken von Hand. Das war's für diese Woche von mir. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende und eine angenehme nächste Woche. Wir sehen uns dann Freitag wieder.